Wie wär's denn mit einer Flasche Wein? Ist schon gut für uns nicht. Ich hätte gerne etwas Wein. Ich hab dir doch einen Schluck Whisky angeboten im Kino. Und jetzt willst du ein Glas Wein, das $9 kostet? Ist schon gut, Pete. Ich bezahle den Wein. Hier gibt's auch Champagner. Wahrscheinlich holt er wieder sein Gutscheinheft vor, wenn die Rechnung kommt. Du hast dich doch bis jetzt noch nie beschwert, wenn du dadurch deinen Nachtisch umsonst bekommen hast. Gib mir das Ding. Nein. Gib mir das. Nein. Gib mir das. Nein, ich geb's dir. Irgendein Problem? Ja, was gibt's denn heute als Tagessuppe? Komm, gib es mir wieder. Nein. Oh, was soll denn das? Minestrone. Dankeschön. Wir brauchen wohl noch einen Moment. Gut. Die beiden sind doch ein lustiges Paar. Ein lustiges Paar was? Du bist total geizig. Bin ich überhaupt nicht. Ich will nur Geld sparen. Du wäschst ja auch dein Haar mit Waschpulver. Was gut genug für meine Unterwäsche ist, ist gut genug für mein Haar. Was soll das? Wir haben Ehekrach. Wie ist denn die Minestrone? Lass uns durch den Hinterausgang verschwinden. Nein, 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 nein. Wir sind ihre Freunde. Wir müssen hier bleiben und den beiden helfen, bis sie darüber hinweg sind. Ich werde ihre Privatsphäre bewahren. Und hier sind wir beim brennenden Mann-Festival. Was ist denn nur um Himmels Willen ein brennendes Mann-Festival? Ach, weißt du, das ist so ein postmodernes Techno-Musik-Festival, bei dem so eine Holzfigur verbrannt wird. Oh. Was meinst du mit oh? Seht doch nur, wie niedlich. Das ist Greg auf Snakes Harley. Die war echt nett. Du warst auch bei diesem Festival, Gregory? Ja, es war lustig. Es ist fast so wie das Shakespeare-Festival, nur dass es da keinen Shakespeare gibt und eine Holzfigur verbrannt wird. Willst du denn nicht ans Telefon gehen? Oh gut, dann klingelt es wirklich. Guck mal, das ist nicht süß. Wir lassen den Anrufbeantworter rangehen. Wir sind nicht da. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Hey, geht doch mal an den Apparat. Sind Sie da? Keine Ahnung, ich warte darauf, dass einer abhebt. Hast du ihnen gesagt, dass wir Mensch ärgerlich nicht spielen wollen? Hast du gehört, dass ich sie danach gefragt habe? Nein, deshalb frage ich dich ja. Okay, wie wär's jetzt mit dem Essen? Heute gibt's Äthiopisches. Oh, wie schön, das macht immer Spaß. Da sitzen wir alle auf der Erde und essen alle von einem gemeinsamen Teller. Oh, sehr dritte Weltmäßig. Keine Sorge, für euch beide haben wir ein paar Steaks gegrillt. Und ihr könnt am Tisch Platz nehmen. Oh, wie rücksichtsvoll von dir, Dame, Schatz. Ja, normalerweise gehen wir nach dem Essen bei euch erstmal essen. Oh, ja. Oh, Dame, dein Jebeka Lecha ist ganz köstlich. Ja, schon der Name klingt köstlich. Was ist? Wieso lacht ihr? Oh, ich glaube, wir haben das nicht mitgekriegt. Der Name klingt so komisch. Wir haben es immer noch nicht mitgekriegt. Okay, Greg, freust du dich schon auf das Wochenende? Ja, klar. Mir gefällt es sehr gut so im Wald. Oh, mir auch. Das macht mich so spitz wie eine Ziege. Das hat sie sicher von mir. Edward, weißt du, wovon die da drüben reden? Das weiß ich nie. Wovon redet ihr denn bitte? Fahrt ihr am Wochenende irgendwo zusammen hin? Meine Eltern gehen immer zu diesem Pärchenseminar und diesmal fahren wir mit. Oh, ein Pärchenseminar. Mhm. Ja, das ist gut, denn es hilft, die Verständigung zu verbessern und ist einfach gut für eine Ehe. Und Dama fährt sehr gerne in den Wald. Also, das hört sich ja sehr interessant an. Und ich finde, dass Edward und ich da vielleicht mitkommen sollten. Nur über meine Leiche. Ach, wirklich, Kitty? Da muss man nämlich über sein Sexleben reden und du redest doch nun wirklich nicht gerne über Orgasmen. Und da hat sie recht. Edward? Spürst du denn nicht, dass wir hier ausgeschlossen werden? Wenn wir uns nicht ab und zu auch mal für ihre Dinge interessieren, werden wir irgendwann Gregory gar nicht mehr sehen. Edward und ich würden dieses Wochenende gerne mit euch gemeinsam verbringen. Ja. Wirklich? Es ist etwas völlig anderes. Glaub mir, Mutter, es ist wirklich nichts für dich. Also, ich will euch mal etwas verraten. Ich bin mindestens so tolerant und so offen für neue Dinge wie eure anderen Freunde auch. Was ist denn? Das ist doch sehr komisch. Ich fand den Witz gut. Wusstet ihr,
dass, als die Maplethorpe-Ausstellung zugemacht werden sollte, eure Kitty Montgomery gesagt hat, auf gar keinen Fall. Wir entfernen einfach die obszönen Fotografien. Und während meiner Studentenzeit habe ich ein sehr einfaches Leben gelebt. Ich habe, als ich am College war, besser wie ihr wisst, ich habe damals mitten in Manhattan, und zwar völlig allein, in einer Wohnung ohne Fahrstuhl gewohnt. Also werden wir alle fahren, das wird bestimmt lustig. Guter Witz, Dame. Hallo, ich bin Kitty Montgomery. Und das ist mein Liebhaber Edward. Das ist ein ehrenhafter Titel. Dame, ich kann das nicht durchziehen, wenn meine Eltern hier sind. Natürlich kannst du das. Guck einfach nicht hin, wenn die Pärchen sich küssen müssen. Oh nein. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen. Hier sind wir also, lauter Pärchen. Und gemeinsam steigen wir auf eine Arche, die wir zusammenbauen werden aus Gefühlen und Vertrauen. Und auch einer gelegentlichen Träne. Ich glaube, der Mann hat meiner Firma Büromöbel verkauft. Eine Arche zu bauen ist, wie ihr euch vorstellen könnt, ziemlich schwer. Und ein paar von euch werden sicher aufgeben wollen. Darum verpflichten wir uns alle, hier zu bleiben und halten uns daran. Seid ihr soweit? Wir sind es. Schön, euch wiederzusehen, Larry und Abby. Ja. Wir legen jetzt alle unsere Autoschlüssel in das Verpflichtungskästchen und schließen es ab. Damit demonstrieren wir unsere totale Verpflichtung unserer Reise der Selbstentdeckung gegenüber. Warte, ich werde niemandem meine Schlüssel geben. Die haben ihre Autoschlüssel doch auch da rein. Ja, getan. Aber die fahren einen durchgerosteten Lieferwagen. Hey, tut mir leid, dass wir zu spät kommen. Der ist so blöd und denkt, dass ich eine Karte lesen kann. Oh. Was soll ich denn dazu sagen, hä? Hey, kommt schon, helft mir. Was soll ich dazu sagen? Hast du die etwa eingeladen? Ich habe ihnen davon erzählt, aber ich dachte nicht, dass Pete so viel Geld ausgeben würde. So, das hier ist mein Scheck und hier ist mein Gutschein. Das darf doch nicht wahr sein. Schließlich bin ich hierher gefahren, um Pete und Jane endlich zu entkommen. Ich dachte, du bist hier, weil du mich liebst und an unserer Beziehung arbeiten willst. Ich meine, ja, das ist doch wohl völlig klar. Sind das hier deine Golfschläger? Naja, ich hab mir nur gedacht, da wir mit unserer Beziehung nicht so viel Hilfe brauchen, werde ich vielleicht etwas Freizeit haben. Aber das hier ist ein Pärchenseminar. Ich hab's ja auch nur zur Sicherheit mitgebracht. Wenn ich keine Zeit dafür habe, dann ist das auch in Ordnung. Du willst hier überhaupt nicht sein, oder? Nein, das hier ist toll. Ich weiß, wenn man verheiratet ist, muss man viele Dinge tun, die man nicht tun will. Wie die Klappe halten, jetzt oder früher. Hör zu, wenn's dir nicht gefällt, dann sollten wir abfahren. Nein. Dieser Moment beweist doch, dass wir Kommunikationsprobleme haben. Und wo kann man besser daran arbeiten als hier? Wo an sowas gearbeitet wird. Also, Dama, ich flehe dich an, bitte, können wir hier bleiben? Meinetwegen? Endlich fertig. Oh ja, das hoffe ich. Ach, du bist ja ganz aufgeregt, das sollten wir gleich ausnutzen. Also, der Mann hat gesagt, dass es hier sein soll. Das ist ja ein Plumpsklo, also was soll denn das? Oh, Edward, hör auf, dich zu beschweren. Wie hast du denn nur in der Armee überlebt? Hallo Leute. Ich habe den Sitz für dich angewärmt. Edward, wir fahren nach Haus. Aber Kitty, du wolltest doch... Ich kann es einhalten. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, hey, was sollen wir denn mit diesen Körbchen machen? Wir bauen damit eine bessere Beziehung. Und jedes Mal, wenn wir etwas lernen, das unserer Beziehung helfen kann, dann nehmen wir einen Stein und legen ihn in unseren sogenannten Beziehungskorb. Die Steine sollen uns an unsere Fortschritte erinnern. Und wenn ihr hier fertig seid, werden euch diese Körbe begleiten. Und diese Steine sind dann die Grundsteine für euer Haus der Liebe. Den gibt's umsonst. Entschuldigung. Wo sind denn meine Eltern? Kitty und Edward haben sich entschuldigen lassen. Sie waren bei mir und wollten ihren Schlüssel haben. Ich dachte, dass sie es wenigstens einen Tag aushalten würden. Aber ich respektiere ihren Verpflichtungsversuch. Und für den Heimweg habe ich ihnen noch eines unserer Überraschungspakete mitgegeben. Oh. Ach, das wird ihnen gefallen. Ja, ganz besonders das Sexspiel, das da drin ist. Ob nun bewusst oder unbewusst, aber ihr seid schon sehr lange mit euren Grundsteinen beschäftigt, schon lange vor eurer Ankunft hier.
Freundschaft hilft dabei, das Fundament einer Beziehung aufzubauen. Ich möchte, dass ihr einen Stein in euren Korb legt, wenn ihr Freunde wart, bevor ihr Liebhaber wurdet. Wart ihr zusammen im Kino? Habt ihr telefoniert? Kommt schon, ihr wart doch nicht Kuchen essen und habt dann gesagt, so, wir heiraten. Blaubeer. Wie war das? Es war Blaubeerkuchen. Und dann haben wir geheiratet. Nicht schlecht. Wirklich? Wie schön. Wie ist es denn mit Hobbys? Nehmt euch einen weiteren Stein für gemeinsame Interessen oder Aktivitäten, denen ihr zusammen nachgeht. Wir beobachten unsere Nachbarn. Zählt das? Wir wechseln uns nämlich mit dem Fernglas ab. Wenn es etwas ist, das ihr gemeinsam tut, dann ist es ein Hobby. Nehmt euch einen Stein. Das ist doch kein Hobby, sondern eine Straftat. Greg, Chapman sagt in solchen Fällen, werft keine Steine, solange ihr keine habt. Wie läuft's denn bei euch? Nicht so gut. Teilt ihr keine Interessen, keine Hobbys? Was ist mit Sex? Ja, zählt Sex auch? Oh, Sex zählt doch eigentlich immer. Aber nicht hier. Wir unterscheiden doch zwischen körperlicher Intimität und emotionaler Intimität, oder? Ja, ist schon richtig. Gibt es denn nicht irgendetwas, das ihr zusammentut? Naja, wir gehen essen. Sehr gut. Dafür gibt's einen Stein. Das ist ein Mitleidsstein. Oh, hast du ihm Geld geboten? Ja, natürlich. Sogar $500. Oh. Wieso denn nicht gleich 1000? $1000 für die Schlüssel zu einem Wagen, der mir sowieso gehört? Schätze mal, wie viel diese Schuhe hier kosten, Edward. Na los, schätze. Wenn du still gewesen wärst und dein äthiopisches Steak gegessen hättest, wären wir jetzt nicht hier. Soll das etwa heißen, das Ganze ist meine Schuld? Natürlich nicht. Na gut. Und verbale Zuneigung gehört auch zu unserem Grundstein. Abgesehen von Schatz und Liebling, nehmt euch einen Stein für jeden Spitznamen, den ihr habt. Major Tom. Ground Control. Ich weiß einfach nichts. Denk nach, wir haben bis jetzt nur einen Stein gekriegt. Oh, ich hab dich doch mal mit dem Namen meines Ex-Freundes angesprochen. Zählt das? Oh nein, wahrscheinlich nicht. Kleine Maus? Zuckermännchen. Gnome? Vollidiot. Freak. Verlierer. Mutters Tochter. Hör zu, lass meine Mutter daraus, sonst töte ich deine. Ein Moment, Leute. Seht ihr, was passiert ist? Er ist zu weit gegangen und sie hatte schon eine Grenze abgesteckt. Und das ist Bestand ihres was? Ihres Grundsteins. Oh, nehmt euch dafür einen Stein. Was? Dafür kriegen wir einen Stein? Wollt ihr ein paar von unseren Steinen? Nein! So, ich werde die Gruppe jetzt aufteilen und ich habe auch schon beziehungsaufbauende Aktivitäten ausgesucht für jedes Pärchen, basierend auf dem, was ich beobachtet habe. Letztes Jahr durften wir uns gegenseitig mit Eiscreme füttern in der Badewanne. Ich wette, dass wir das kriegen. Du hättest wetten sollen. Wie soll der Blödsinn unserer Beziehung helfen? Geteiltes Leid fördert die Intimität. Püppchen, du hast mich mal Püppchen genannt. Was? Bei der Puppenausstellung. Da hast du gesagt, gib mir das Püppchen. Nein, gib mir das Püppchen. Na ihr, ich hol Eiscreme für die Badewanne. Was habt ihr denn gekriegt? Karibik-Kreuzfahrt. Aber zuerst schnitzen wir uns ein Kartoffelboot. Was willst du? Schokoladenuss oder Erdbeer? Erdbeer. Also Schokoladenuss. Reingelegt. Ich wollte Schokoladenuss. Deshalb habe ich Erdbeer genommen. Gib mir die Kartoffel. Gib mir die Kartoffel oder gib mir Hör auf die Kartoffel. Gib mir das blöde Ding. Oh, Larry, sieh doch. Geteiltes Leid fördert die Intimität. Ich weiß noch, wie wir Kartoffeln schälen mussten. Die ersten 4 Jahre. Na komm. Ach, Greg, denkst du, Chapman hatte recht mit uns? Was meinst du damit? Naja, dass wir nicht zusammenpassen. Ach was, natürlich nicht. Wir haben eben keine gemeinsamen Interessen oder gemeinsame Freunde oder andere Parallelen. Dafür haben wir... Ja?
Ganz egal, was er sagt, Sex zählt auch. Ich denke manchmal über uns nach und überlege, wenn wir uns ein Jahr lang erst in Ruhe kennengelernt hätten. Naja, du meine Eltern, nicht deine und so weiter, hätten wir dann trotzdem geheiratet? Ich hätte dich nie mit zu meinen Eltern gebracht. Weißt du, wenn ich uns zwei so betrachte, wir sind so unterschiedlich. Und ich frage mich manchmal, ob wir es schaffen. Das fragst du dich? Manchmal. Manchmal frage ich mich das auch. Greg? Was? Geteiltes Leid forderte unsere Intimität. Oh. Edward, warte, ich kann nicht weiter. Aber wir können hier nicht bleiben, Kitty. Ich werde dich tragen. Oh, und was ist mit deinem Rücken? Ach, du hast recht. Leg dich hin, dann zieh ich dich. Ach, was, vergiss es. Wie du willst. Dann werden wir wohl hier übernachten. Wir laufen dann morgen früh weiter. Wir werden erfrieren, Edward. Nein, werden wir nicht. Wir werden uns gegenseitig warm halten durch unsere Körperwärme. Wie bitte? Überlebenstraining, das kenne ich aus der Armee. Man zieht sich aus, rückt zusammen und deckt sich mit der Kleidung zu. Das hast du früher gemacht? Ach, was Unsinn. Ich war ein Offizier, ich hatte einen Heizofen. Na komm, ich werde sie jetzt erstmal ausziehen, Soldat. Jawohl, Sir. Wie aufmerksam betrachtet ihr euren Partner? Ohne hinzusehen, schreibt das auf, was euer Partner heute trägt. Du schreibst deins, ich schreib meins. Alles klar. Ich habe eine lustige Geschichte, da war ein Pärchen hier, es war vor einigen Jahren. Und der Mann hatte nichts richtig geschrieben. Ist das die Geschichte, wo sich rausstellte, dass er farbenblind ist? Ja, das ist die Geschichte. Oh gut, erzähl sie uns. Das war die Geschichte, Larry. Letztes Jahr hat er sie besser erzählt. Los, tauschen. Okay, steht auf, dreht euch um und seht euch eure Partner an. Mal sehen, was ihr habt. Oh, blaue Jeans. Ich hatte blaue, aber ich hab's ausgestrichen. Oh, ich glaube, ich war gar nicht so schlecht. Wirklich? Was ist mit dir, Greg? Oh, es sieht so aus, als hätte ich alles, aber so sind wir eben. Wir kennen unseren Partner. Darf ich mal? Natürlich. Blauer Kaschmir-Pullover. Beigefarbene Hosen, ohne Umschlag. Ledergürtel, 2 Zentimeter breit, Cordovan. Schuhe zum Schnüren, auch Cordovan. Wahnsinn. Das ist doch nicht Damas Handschrift. Doch, ist es. Es ist Gregs Schrift. Cordovan? Ich kenne Cordovan. Ihr habt geschummelt? Oh, wieso denn auch nicht? Wir sind ein sehr gutes Paar. Wir verdienen auch Steine. Habt ihr bei den Augenbinden auch geschummelt? Bei der Übung haben wir gar nicht da mitgemacht. Da hatten wir Sex im Wald. Aber mit den Augenbinden. Moment, seht doch mal unter die Steine. Das sind ja Kartoffeln. Tut mir leid, ich habe sowas noch nie machen müssen, aber ich handle im Interesse der Gruppe. Ich muss euch bitten, sofort abzureißen. Das soll doch wohl ein Witz sein, du wirfst uns raus? Sollen wir vorher nicht noch die Regenrinne reinigen oder die Fenster streichen? Oh, bitte, dürfen wir die Fenster streichen? Greg, Chapman versucht euch doch nur zu helfen. Oh, Abby, das sind doch völlig verblödete Spiele und er denkt, Pete und Jane sind das beste Pärchen. Was hat denn das zu bedeuten? Ich meine, ich mag euch wirklich, jeden für sich, aber zu zweit seid ihr wie ein Wirbelsturm teuflischer Mächte. Wahnsinn, das sagt die Frau von der Reinigung auch. Komm mit, Schatz. Wir verschwinden. Ja. Wenn wir kleiner werden, liegt das daran, dass wir gehen. Unsere Autoschlüssel sind in der Verpflichtungskiste. Das sind die Volvo-Schlüssel mit der Taschenlampe, Nagelschere und der Wasserwaage, richtig, Schatz? Ja, da hat sie völlig recht. Allerdings ist es ein Sapp. Oh. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie spät ist es denn? Oh, es müsste 11 sein. 9:05. Ich wollte dich ausschlafen lassen. Oh, danke schön. Hier. Das ist Frühstück für dich, frische Beeren. Oh, wie schön. Also, Edward, ich hatte ja keine Ahnung, dass du Bescheid weißt in der Natur. Danke schön. Für mich? Für dich.
Ich habe die Autobahn gefunden. Sie ist nicht besonders weit. Wir werden nicht länger als eine halbe Stunde brauchen. Was soll denn die Eile? Na ja, ich dachte, du... Oh. Betrachtet ihr euren Partner. Ohne hinzusehen, schreibt das auf, was euer Partner heute trägt. Du schreibst eins, ich schreib meins. Alles klar. Ich habe eine lustige Geschichte. Da war ein Pärchen hier. Es war vor einigen Jahren. Und der Mann hatte nichts richtig geschrieben. Ist das die Geschichte, wo sich rausstellte, dass er farbenblind ist? Ja, das ist die Geschichte. Oh, gut. Erzähl sie uns. Das war die Geschichte, Larry. Letztes Jahr hat er sie besser erzählt. Los, tauschen. Okay, steht auf, dreht euch um und seht euch eure Partner an. Mal sehen, was ihr habt. Oh, blaue Jeans. Ich hatte blaue, aber ich hab's ausgestrichen. Oh, ich glaube, ich war gar nicht so schlecht. Wirklich? Was ist mit dir, Greg? Oh, es sieht so aus, als hätte ich alles, aber so sind wir eben. Wir kennen unseren Partner. Darf ich mal? Natürlich. Blauer Kaschmir-Pullover. Beigefarbene Hosen, ohne Umschlag. Ledergürtel, 2 Zentimeter breit, Cordovan. Schuhe zum Schnüren, auch Cordovan. Wahnsinn. Das ist doch nicht Damas Handschrift. Doch, ist es. Das ist Gregs Schrift. Cordovan? Ich kenne Cordovan. Ihr habt geschummelt? Oh, wieso denn auch nicht? Wir sind ein sehr gutes Paar. Wir verdienen auch Steine. Habt ihr bei den Augenbinden auch geschummelt? Bei der Übung haben wir gar nicht da mitgemacht. Da hatten wir Sex im Wald. Ja, aber mit den Augenbinden. Moment, seht doch mal unter die Steine. Das sind ja Kartoffeln. Tut mir leid, ich habe sowas noch nie machen müssen, aber ich handle im Interesse der Gruppe. Ich muss euch bitten, sofort abzureißen. Das soll doch wohl ein Witz sein, du wirfst uns raus? Sollen wir vorher nicht noch die Regenrinne reinigen oder die Fenster streichen? Oh, bitte, dürfen wir die Fenster streichen? Greg, Chapman versucht euch doch nur zu helfen. Oh, Abby, das sind doch völlig verblödete Spiele und er denkt, Pete und Jane sind das beste Pärchen. Was hat denn das zu bedeuten? Ich meine, ich mag euch wirklich, jeden für sich, aber zu zweit seid ihr wie ein Wirbelsturm teuflischer Mächte. Wahnsinn, das sagt die Frau von der Reinigung auch. Komm mit, Schatz. Wir verschwinden. Ja. Wenn wir kleiner werden, liegt das daran, dass wir gehen. Unsere Autoschlüssel sind in der Verpflichtungskiste. Das sind die Volvo-Schlüssel mit der Taschenlampe, Nagelschere und der Wasserwaage, richtig, Schatz? Ja, da hat sie völlig recht. Allerdings ist es ein Sapp. Oh. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie spät ist es denn? Oh, es müsste 11 sein. 9:05. Ich wollte dich ausschlafen lassen. Oh, danke schön. Hier. Das ist Frühstück für dich, frische Beeren. Oh, wie schön. Also, Edward, ich hatte ja keine Ahnung, dass du Bescheid weißt in der Natur. Oh, hast du ihm Geld geboten? Ja, natürlich, sogar $500. Oh, wieso denn nicht gleich 1000? $1000 für die Schlüssel zu einem Wagen, der mir sowieso gehört? Schätze mal, wie viel diese Schuhe hier kosten, Edward. Na los, schätze. Wenn du still gewesen wärst und dein äthiopisches Steak gegessen hättest, wären wir jetzt nicht hier. Soll das etwa heißen, das Ganze ist meine Schuld? Natürlich nicht. Na gut. Und verbale Zuneigung gehört auch zu unserem Grundstein. Abgesehen von Schatz und Liebling, nehmt euch einen Stein für jeden Spitznamen, den ihr habt. Major Tom. Ground Control. Ich weiß einfach nichts. Denk nach, wir haben bis jetzt nur einen Stein gekriegt. Oh, ich hab dich doch mal mit dem Namen meines Ex-Freundes angesprochen. Zählt das? Oh nein, wahrscheinlich nicht. Kleine Maus? Zuckermännchen. Gnome? Vollidiot. Freak. Verlierer. Mutters Tochter. Hör zu, lass meine Mutter daraus, sonst töte ich deine. Einen Moment, Leute. Seht ihr, was passiert ist? Er ist zu weit gegangen und sie hatte schon eine Grenze abgesteckt. Und das ist Bestand ihres was? Ihres Grundsteins. Na, dann nehmt euch dafür einen Stein.
Was? Dafür kriegen die einen Stein? Wollt ihr ein paar von unseren Steinen? Nein! So, ich werde die Gruppe jetzt aufteilen und ich habe auch schon beziehungsaufbauende Aktivitäten ausgesucht für jedes Pärchen, basierend auf dem, was ich beobachtet habe. Letztes Jahr durften wir uns gegenseitig mit Eiscreme füttern in der Badewanne. Ich wette, dass wir das kriegen. Du hättest wetten sollen. Wie soll der Blödsinn unserer Beziehung helfen? Geteiltes Leid fördert die Intimität. Püppchen, du hast mich mal Püppchen genannt. Was? Bei der Puppenausstellung. Da hast du gesagt, gib mir das Püppchen. Nein, gib mir das Püppchen. Na ihr, ich hol Eiscreme für die Badewanne. Was habt ihr denn gekriegt? Karibik-Kreuzfahrt. Aber zuerst schnitzen wir uns ein Kartoffelboot. Was willst du? Schokoladenuss oder Erdbeer? Erdbeer. Also Schokoladenuss. Reingelegt. Ich wollte Schokoladenuss. Deshalb habe ich Erdbeer genommen. Gib mir die Kartoffel. Gib mir die Kartoffel oder gib mir die Kartoffel. Hör auf und gib mir das blöde Ding. Oh, Larry, sieh doch. Geteiltes Leid fördert die Intimität. Ich weiß noch, wie wir Kartoffeln schälen mussten. Die ersten 4 Jahre. Ja, komm. Ach, Greg, denkst du, Chapman hatte recht mit uns? Was meinst du damit? Naja, dass wir nicht zusammenpassen. Ach was, natürlich nicht. Wir haben Ehekrach. Wie ist denn die Minestrone? Lass uns durch den Hinterausgang verschwinden. Nein, wir sind ihre Freunde. Wir müssen hierbleiben und den beiden helfen, bis sie darüber hinweg sind. Ich werde ihre Privatsphäre bewahren. Und hier sind wir beim brennenden Mann-Festival. Was ist denn nur um Himmels Willen ein brennendes Mann-Festival? Ach, weißt du, das ist so ein postmodernes Techno-Musik-Festival, bei dem so eine Holzfigur verbrannt wird. Oh. Was meinst du mit oh? Seht doch nur, wie niedlich. Das ist Greg auf Snakes Harley. Die war echt nett. Du warst auch bei diesem Festival, Gregory? Ja, es war lustig. Es ist fast so wie das Shakespeare-Festival, nur dass es da keinen Shakespeare gibt und eine Holzfigur verbrannt wird. Willst du denn nicht ans Telefon gehen? Oh gut, dann klingelt es wirklich. Guck mal, das ist nicht süß. Wir lassen den Anrufbeantworter rangehen. Wir sind nicht da. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Hey, geht doch mal an den Apparat. Sind Sie da? Keine Ahnung, ich warte darauf, dass einer abhebt. Hast du Ihnen gesagt, dass wir Mensch ärgerlich nicht spielen wollen? Hast du gehört, dass ich Sie danach gefragt habe? Nein, deshalb frage ich dich ja. Okay, wie wär's jetzt mit dem Essen? Heute gibt's Äthiopisches. Oh, wie schön, das macht immer Spaß. Da sitzen wir alle auf der Erde und essen alle von einem gemeinsamen Teller. Oh, sehr dritte Weltmäßig. Keine Sorge, für euch beide haben wir ein paar Steaks gegrillt. Und ihr könnt am Tisch Platz nehmen. Oh, wie rücksichtsvoll von dir, Dame, Schatz. Ja, normalerweise gehen wir nach dem Essen bei euch erstmal essen. Oh, ja. Oh, Dame, dein Jebeka Lecha ist ganz köstlich. Ja, schon der Name klingt köstlich. Was ist? Wieso lacht ihr? Oh, ich glaube, wir haben das nicht mitgekriegt. Der Name klingt so komisch. Wir haben es immer noch nicht mitgekriegt. Okay, Greg, freust du dich schon auf das Wochenende? Ja, klar. Mir gefällt es sehr gut so im Wald. Oh, mir auch. Das macht mich so spitz wie eine Ziege. Das hat sie sicher von mir. Edward, weißt du, wovon die da drüben reden? Das weiß ich nie. Wovon redet ihr denn bitte? Fahrt ihr am Wochenende irgendwo zusammen hin? Meine Eltern gehen immer zu diesem Pärchenseminar und diesmal fahren wir mit. Oh, ein Pärchenseminar. Mhm. Ja, das ist gut, denn es hilft, die Verständigung zu verbessern und ist einfach gut für eine Ehe. Und Dama fährt sehr gerne in den Wald. Also, das hört sich ja sehr interessant an. Und ich finde, dass Edward und ich da vielleicht mitkommen. Nur über meine Leiche. Ach, wirklich, Kitty? Da muss man nämlich über sein Sexleben reden. Und du redest doch nun wirklich nicht gerne über Orgasmen. Und da hat sie recht. Edward?
Spürst du denn nicht, dass wir hier ausgeschlossen werden? Wenn wir uns nicht ab und zu auch mal für ihre Dinge interessieren, werden wir irgendwann Gregory gar nicht mehr sehen. Edward und ich würden dieses Wochenende gerne mit euch gemeinsam verbringen. Wirklich? Es ist etwas völlig anderes. Glaub mir, Mutter, es ist wirklich nichts für dich. Also, ich will euch mal etwas verraten. Ich bin mindestens so tolerant und so offen für neue Dinge wie eure anderen Freunde auch. Was ist denn? Das ist doch sehr komisch. Ich fand den Witz gut. Wusstet ihr, dass, als die Mapplethorpe-Ausstellung zugemacht werden sollte, eure Kitty Montgomery gesagt hat, auf gar keinen Fall. Wir entfernen einfach die obszönen Fotografien. Und während meiner Studentenzeit habe ich ein sehr einfaches Leben gelebt. Ich habe, als ich am College war, besser wie ihr wisst, ich habe damals mitten in Manhattan, und zwar völlig allein, in einer Wohnung ohne Fahrstuhl gewohnt. Also werden wir alle fahren, das wird bestimmt lustig. Guter Witz, Dame. Hallo, ich bin Kitty Montgomery. Und das ist mein Liebhaber Edward. Das ist ein ehrenhafter Titel. Dame, ich kann das nicht durchziehen, wenn meine Eltern hier sind. Natürlich kannst du das. Guck einfach nicht hin, wenn die Pärchen sich küssen müssen. Oh nein. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen. Hier sind wir also, lauter Pärchen. Und gemeinsam steigen wir auf eine Arche, die wir zusammenbauen werden aus Gefühlen und Vertrauen. Und auch einer gelegentlichen Träne. Ich glaube, der Mann hat meiner Firma Büromöbel verkauft. Eine Arche zu bauen ist, wie ihr euch vorstellen könnt, ziemlich schwer. Und ein paar von euch werden sicher aufgeben wollen. Darum verpflichten wir uns alle, hier zu bleiben und halten uns daran. Seid ihr soweit? Wir sind es. Schön, euch wiederzusehen, Larry und Abby. Ja. Wir legen jetzt alle unsere Autoschlüssel in das Verpflichtungskästchen und schließen es ab. Damit demonstrieren wir unsere totale Verpflichtung unserer Reise der Selbstentdeckung gegenüber. Warte, ich werde niemandem meine Schlüssel geben. Die haben ihre Autoschlüssel doch auch da rein. Ja, getan. Aber die fahren einen durchgerosteten Lieferwagen. Hey, tut mir leid, dass wir zu spät kommen. Der ist so blöd und denkt, dass ich eine Karte lesen kann. Was soll ich? Hört! Schätze mal, wie viel diese Schuhe hier kosten, Edward. Na los, schätze. Wenn du still gewesen wärst und dein äthiopisches Steak gegessen hättest, wären wir jetzt nicht hier. Soll das etwa heißen, das Ganze ist meine Schuld? Natürlich nicht. Na gut. Und verbale Zuneigung gehört auch zu unserem Grundstein. Abgesehen von Schatz und Liebling, nehmt euch einen Stein für jeden Spitznamen, den ihr habt. Major Tom. Ground Control. Ich weiß einfach nichts. Denk nach, wir haben bis jetzt nur einen Stein gekriegt. Oh, ich hab dich doch mal mit dem Namen meines Ex-Freundes angesprochen. Zählt das? Oh nein, wahrscheinlich nicht. Kleine Maus? Zuckermännchen. Gnome? Vollidiot. Freak. Verlierer. Mutters Tochter. Hör zu, lass meine Mutter daraus, sonst töte ich deine. Ein Moment, Leute. Seht ihr, was passiert ist? Er ist zu weit gegangen und sie hatte schon eine Grenze abgesteckt. Und das ist Bestand ihres was? Ihres Grundsteins. Oh, nehmt euch dafür einen Stein. Was? Dafür kriegen wir einen Stein? Wollt ihr ein paar von unseren Steinen? Nein! So, ich werde die Gruppe jetzt aufteilen und ich habe auch schon beziehungsaufbauende Aktivitäten ausgesucht für jedes Pärchen, basierend auf dem, was ich beobachtet habe. Letztes Jahr durften wir uns gegenseitig mit Eiscreme füttern in der Badewanne. Ich wette, dass wir das kriegen. Du hättest wetten sollen. Wie soll der Blödsinn unserer Beziehung helfen? Geteiltes Leid fördert die Intimität. Püppchen, du hast mich mal Püppchen genannt. Was? Bei der Puppenausstellung. Da hast du gesagt, gib mir das Püppchen. Nein, gib mir das Püppchen. Na ihr, ich hol Eiscreme für die Badewanne. Was habt ihr denn gekriegt? Karibik-Kreuzfahrt. Aber zuerst schnitzen wir uns ein Kartoffelboot. Was willst du? Schokoladenuss oder Erdbeer? Erdbeer. Also Schokoladenuss. Reingelegt. Ich wollte Schokoladenuss. Deshalb habe ich Erdbeer genommen.
Gib mir die Kartoffel. Gib mir die Kartoffel oder gib mir die Kartoffel. Hör auf und gib mir das blöde Ding. Oh, Larry, sieh doch. Geteiltes Leid fördert die Intimität. Ich weiß noch, wie wir Kartoffeln schälen mussten. Die ersten 4 Jahre. Na komm. Ach, Greg, denkst du, Chapman hatte recht mit uns? Was meinst du damit? Naja, dass wir nicht zusammenpassen. Ach was, natürlich nicht. Wir haben eben keine gemeinsamen Interessen oder gemeinsame Freunde oder andere Parallelen. Dafür haben wir... Ja? Ganz egal, was er sagt, Sex zählt auch. Ich denke manchmal über...